Die Burg muss weiter ausgebaut werden. Dafür braucht es schnelle Transportwege zu den nahegelegenen Rohstoffquellen und schützende Mauern. Wird die Burg nicht rechtzeitig befestigt, könnte es starke Probleme mit den nahenden Räubern geben. Denn die ersten Spione kommen der Burg schon ganz nahe. Ein bisschen bin ich schon fleißig und beseitige hier Schnee. Ich möchte hier Cobblestone reinpacken. Aber bevor ich jetzt hier lange weiter rumtue, schauen wir doch mal zu unserem Gesandten nach oben und schauen, ob er neue Aufgaben für uns hat. Oh, Burg, Herr Groko. Herr Gesandter, ich grüße Sie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Durchaus bestens. Danke der Nachfrage. Eure Burg braucht dringend einen Wall. Und damit ihr nicht nur vom Kopfgeld der Räuber leben müsst, hat euch der König eine brandneue Rüstung schicken lassen. Und auch ein paar extra Baublöcke. Hi, das ist aber nett. Ich vermute, ich finde die unten beim Briefkasten, oder? Sehr wohl. Und um schneller durchs Land zu kommen, empfiehlt euch der König auch, Straßen zu den Holzfällern und zum Steinbruch zu bauen. Alles klar, Straßen auch noch. Überhaupt kein Problem. Viel Erfolg! Und da haben wir sie. Unsere Quests für heute. Hauptquest, neue Aufgabe, Wall bauen, Nebenquests. Okay, Werkzeugschmiede machen wir heute übrigens auch. Steht schon lange aus. Straße zu den Holzfällern und Straße zum Steinbruch. Schauen wir mal, was wir davon alles machen. Das sind ja nur Nebenquests, aber wir werden auf alle Fälle die zwei machen, weil Steinbruch ist mir echt ein bisschen weit weg. Dann kümmern wir uns gleich hier drum, wo wir die Werkzeugschmiede hinbauen und wo wir die Mauer hinbauen. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wie wir den Weg runterzimmern bis zu unseren Holzfällern. So viel schon wieder zu tun. Und wir holen als allererstes natürlich mal ab, was der König hat liefern lassen. Da bin ich aber gespannt heute mit seinem Banner, sehr fein. Jede Menge. Sogar ein Schild. Das königliche Banner. Ey, ich laufe herum wie ein Kanarienvogel mit der Rüstung. Ich schaue echt ein bisschen aus wie sein Hofnarr. Findet ihr nicht? Ist die Kettenrüstung eigentlich besser? Ja, voll besser. Schuhe machen jetzt nicht so den Unterschied, aber dann bleiben wir in Kettenmontur. Dann haben wir Kobbel, normalen Stein und Holz. Das war auf alle Fälle, hilfreich. Auf alle Fälle, Für die Mauer habe ich eine... jetzt versinke ich hier schon wieder. Für die Mauer habe ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ich würde da gerne die Holzfäller bemühen und eine dicke, Holzmauer bauen mit einem kleinen Steinfundament, so stelle ich mir das vor. Die würde ich gerne einmal hier außen rumzimmern. Da fällt mir auf, wir haben gar nicht auf der Karte geschaut, ob wir neue Räuberlager haben, die wir beseitigen können. Ebenenlager war schon da. Oh, und die Kapelle hat einen Preis bekommen. Ich denke, wir sollten uns heute vielleicht sogar der Kapelle noch annehmen. Da wird sich Oma Kroko freuen, wenn ich die Kapelle wieder befreie. Die hat sich damals auch die Kapelle gewünscht. Schritt 1 zuallererst ist jetzt aber hier mal zu definieren, wie groß wird eigentlich der Mauerring der Burg. Und dafür müssen wir eine Sache festlegen, und zwar den Werkzeugschmied. Und den würde ich echt gerne hier reinzimmern irgendwie. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen mehr Cobblestone geholt, aber es reicht halt vorne und hinten nicht. Ich heb mir gerade ein bisschen was noch auf, weil ich möchte mal unbedingt die Werkzeugschmiede hier dran klopfen. Was haltet ihr davon, wenn wir dieses Gebäude zum Teil auch in die Mauer integrieren? Wir haben ja gesagt, wir möchten eine Holzmauer. Und die Mauer habe ich jetzt hier hinten angesetzt. Also gehen wir mal mit dem Gebäude einfach quasi direkt an die Mauer. Aber wenn wir das so mischen, und ich glaube, ich würde den entrinden, dann passen sie farblich ein bisschen besser zusammen. Dann könnte das die Rückwand werden. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch bis wohin. Die Werkzeugschmiede ist fast fertig. Das hier ist im Moment noch Wohnraum. Keine Ahnung, ob das so bleibt. Fürs Erste kann da der Werkzeugschmied wohnen. Ja, yeah, du, mein Bester. Und da fehlt jetzt noch der Werkzeugtisch. Dann sollte alles fertig sein. Werkzeugschmiede, Gott sei Dank haben wir noch zwei Steine übrig. Und damit bekommen wir den Schmiedetisch. Und wenn wir den jetzt platzieren, kann unser Werkzeugschmied... Hi! kann unser Werkzeugschmied einziehen. Tada! Aufgabe erledigt. Mein Bester, es ist vollbracht. Wunderbar. Ich mache mich gleich ans Werk. Unbedingt, wir brauchen bessere Werkzeuge, weil Werkzeuge gehen kaputt ohne Ende. Ein neuer Tag bricht an und schaut mal, wer da am Abend... Wo gehst du hin, der Werkzeugschmied? Wir werden sehen, wie lange er lebt. Ja, komm mal wieder lieber rein. Ich muss die Mauer fertigstellen, damit der Bursche nicht mehr so weit wandern kann. Hof weitestgehend fertig, Dorfbewohner verräumt. Hier können wir jetzt
die nächsten Ausrüstungsgegenstände kaufen. Warum eigentlich eine Stone Hoe? Aber okay, na gut, immerhin die Axt können wir uns hier kaufen. Das heißt, wir sollten uns ein paar Emeralds übrig lassen, um mit dem auch zu traden, um ihn auf die nächstbessere Stufe zu kriegen. Und ansonsten habe ich hier ein paar Slabs vorbereitet, ein paar Treppen vorbereitet. Slabs werden nicht reichen, denke ich. Und jetzt beschließe ich einfach mal, dass der Ausgang hier sein wird. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich den Weg hier? Wenn ich den Weg so mache, würde mir ratzfatz wieder zuschneiden. Deswegen hatte ich mir überlegt, wir nehmen uns einfach Slabs. So sieht es auch ein bisschen so aus, als hätten wir Schnee geräumt und alles auf die Seite geschoben. Drei breit sollte das Tor reichen. Wie wir das Tor dann bauen, ob wir es dann ähnlich wie hier machen, dass keiner mehr raus kann und flüchtet, vermute ich jetzt einfach mal, dass es so am gescheitsten ist. Da unten sehen wir schon das Ziel, die Holzfäller. Da zimmern wir den Weg jetzt bis runter. Meine Damen und Herren, eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Der Weg ist angekommen bei den Holzfällern. Nice. Ey, Jungs, wir können endlich Geschäfte machen. Oh, ihr habt immer noch so gute Preise. Das ist wunderbar. Zack. Mehr möchte ich nicht ausgeben. Oh, ich hätte noch Spruce Cow. Ja, Spruce haben wir noch. Das wird nicht weit reichen. Aber das andere hebe ich mir aktuell noch auf. Ich komme im Zweifel wieder, habe jetzt eh einen schnellen Weg zu euch. Zip. Kollege, ich kann dir jetzt eine Axt abkaufen. Er entwickelt sich halt auch nicht schnell weiter. Wie viel Äxte ich da kaufen muss, damit wir... Naja, gut, okay, ich beschwere mich nicht. Wir kaufen Äxte bei dir. So, ich habe mit Absicht jetzt recht viel Stein auch eingepackt. Denn ich möchte dem Holzwall unten eine Art Steinfundament geben. Das wird gar nicht so leicht werden, weil hier ja sehr, sehr viel Schnee ist. Und dann versinkt alles so irgendwie im Schnee. Aber eigentlich wäre mir es lieb, dass ich es schaffe, hier so ein Steinfundament irgendwie mit dran zu zimmern. Hat was, oder? Geht definitiv in die richtige Richtung. Und man kann das Stein an manchen Stellen noch ein bisschen weiter hochziehen, weil da zum Beispiel wirkt die Wand sehr, sehr glatt. Also in dem Stil werde ich die Mauer jetzt einmal um die Burg rumziehen, beziehungsweise soweit der Vorrat an Holz reicht. Und wenn der Vorrat nicht mehr reicht, dann beschaffen wir uns weitere Emeralds, indem wir die Kapelle auf alle Fälle einnehmen und vielleicht auch das Ebenenlager, das weiß ich noch nicht. Innen schauen wir, dass wir das Ganze so mit den Elementen hier gestalten. Da werde ich immer wieder so ein paar Elemente mit einbauen, wo wir wahrscheinlich Stützen anbringen. Keine Ahnung, wie das ausschaut. Aber finde ich, passt eigentlich ganz gut. Einen Großteil hätten wir geschafft. Wirklich, viel fehlt nicht mehr. Wir müssen noch ein paar von den Spitzen einsammeln. Und wir brauchen noch Holz und Steine für die fertige Auskleidung. Und wir müssen Bruchstein für den Boden, aber der Boden eilt nicht. Den können wir Stück für Stück. Die Mauer muss fertig werden. Wenn ich mir meine Emerald-Ersparnisse anschaue, wird uns das nicht ganz reichen, um alles fertigzustellen. Deswegen schlage ich vor, schauen wir uns nochmal um, welche Lager wir uns vorne knüpfen können. Und befreien das ein oder andere für ein paar Emeralds. Irgendwie ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber ist es gerade extrem neblig? Egal. Mein werter Herr Gugu, es ist sehr neblig geworden. Und meine Informanten meinen, einige Speer gesichtet zu haben. Schalten Sie aus, bevor Sie Meldung an Ihren Räuberhauptmann geben können. Ich wollte eigentlich gerade nach Räuberlagern schauen, aber ey, ich habe eine Zeitbegrenzung. Ich muss... Okay, wir haben es ein bisschen eilig, wie es ausschaut. Ich muss Speer ausschalten. In der Burg will ja wohl niemand sein. Oh, er ist sogar schon in den Burgtoren? Wirklich? Okay, einen haben wir. Wie viel sind's? Drei? Einen von drei haben wir geschafft. Schnell, bevor die Zeit um ist. Die dürfen auf keinen Fall Meldung an den Räuberhauptmann geben. Okay, noch haben wir ein bisschen. Da ist noch einer. Das wäre Nummer zwei. Okay, wir düsen einmal um die Burg rum. Und da ist schon der dritte. Oh, wir schaffen das gut, wir schaffen es gut, wir schaffen es gut. Wir schaffen es gut. Oh. Okay, ein paar Sekündchen hätten wir wohl noch gehabt. Aufgabe erledigt. Das war ja mal ein Run. Ey, es ist so super neblig, man sieht nicht mal mehr bis zum Briefkasten. Schaut mal, der im Übrigen oben ist. Wir haben Post.
Oh, Joe hat was geschrieben? Ich lasse mich ja sehr, sehr gerne von Joe ablenken, aber wir gehen unserem Plan nach und schlagen im Ebenenlager zu. Lass uns mal auf die Karte schauen. Wisst ihr was? Ebenenlager heben wir uns für nächstes Mal auf. Wir überfallen jetzt die Kapelle und schauen, dass wir sie zurückerobern. Da vorne sehe ich einen Hügel. Das könnte schon der Hügel sein, der zur Kapelle führt. Pfeiler, oh, ich habe ein Schild vergessen. Da sehe ich auch schon was. Oh, die schauen aber gefährlich aus. Oh, da ist ein Spawner. Da ist auch, oh, da sind zwei Magier. Und die rennen ganz schön schnell. Kriegen ihn. Und wechsel. Oh, die sind ja brutal. Die habt ihr gesehen, wie viel Leben die mir abgezogen hat. Immer wieder was essen, dass wir Heilung haben. Wir haben einen Magier schon ausgeschalten. Soweit ich weiß. Oder irgendjemand anderes. Ich hoffe, da spawnen keine Magier. Haben wir, bevor er was spawnen konnte. Ich glaube, wir waren echt flott. Und jetzt schauen wir, was da sonst noch rumrennt. Sie kommen alle! Hab einen. Du, komm her. Hab ihn. Hab ihn. Oh, yes. Render. Abbauen. Yes. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es geschafft haben. Aber wir haben Totems bekommen. Das ist natürlich mega cool. Sich echt jemand niedergelassen. Wie frech ist das denn? Und eine Kiste auch. Oh, dankeschön. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Fleisch, Emeralds, Emerald-Blöcke. Kiste nehmen wir auch mit. Damit wäre die Kapelle soweit befreit. Ey, Oma wird sich freuen. Mega gut. So, da machen wir heute wieder mal das Geschäft unseres Lebens. Oh, ich muss mal ganz kurz hier meinen Block in Smaragde verwandeln. Lauf nicht davon. Ich brauche viel Holz. Ob das schon reicht? Ich würde gerne nur noch ein bisschen auch hiervon kaufen. Und dann hebe ich mir... wir kriegen ja noch Kopfgeld. Dann verballern wir alles. 36, ob das reicht? Wahrscheinlich nicht. Im Zweifel komme ich wieder. Und jetzt wandern wir diesen wunderbaren, neu gebauten Weg nach oben zur Burg und vollenden die Mauer. Danach lesen wir den Brief von Onkel Joe. Also, ich mag unsere Burg. Wir brauchen noch ein Eingangstor. Da muss ich mir noch was überlegen. Da habe ich noch nicht die richtige Idee für gehabt. Aber wahrscheinlich wird es was relativ Einfaches werden. Oh, wir haben sogar noch Spruce. Ob das reicht? Dann sieht unser Tor vorerst so aus. Ich würde da gerne zwei Falltüren reinbauen. Und wir haben nur eine Tür in der Mitte. Türformat kennt ihr von mir ja. Aber ich glaube, das ist dann in Ordnung. Das muss dann auch raus. Und jetzt haben wir hier eine einfache, aber durchaus gelungene Mauer. Das heißt für uns, wir checken die Post von Joe. Howdy Kroko, ich bin's, Onkel Joe. Erna kam vor kurzem bei mir an. Ihr war kalt und sie fühlte sich wohl etwas einsam. Aber mach dir keine Sorge, ich peppel sie schon wieder auf. Sobald es ihr wieder gut geht und du ihr einen ordentlichen Stall gebaut hast, lasse ich sie wieder zurück zu dir bringen. Sorg am besten dafür, dass sie nicht alleine ist. Beste Grüße und viel Erfolg weiterhin von dein Onkel Joe. Wir haben zwei neue Aufgaben. Wir brauchen einen Stall für die gute Erna. Und wir sollen dafür sorgen, dass sie nicht einsam ist. Wisst ihr was? Den Stall baue ich einfach direkt hier rein. Haben wir noch genug Holz? Ansonsten hole ich meine Belohnung fix aus dem Briefkasten und kaufe nochmal Holz. Das ist die bessere Idee. Belohnung für die Kapelle abgeholt. Hebel runter. Emeralds bei den Holzfällern investiert. Der Stall ist ganz anders geworden, wie ich ursprünglich dachte. Ich dachte, ich baue so ein Haus wie hier. Naja, und dann ist es ein Wachturm geworden. Und unten drunter ist definitiv Platz für die Erna und für noch jemanden. Und da kam mir die mehr als treffende Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir nächste Episode den alten Gaul aus dem Bergdorf befreien?